Liebe Freunde, willkommen zurück zu Stellaris Apokalypse mit unserem Sternen-Schnecken-Imperium, dem Schnecken-Konglomerat. Wir haben gerade Sternenfeste weiter erforscht, könnten hier theoretisch direkt auf Sternenfestung weitergehen, werde ich aber nicht machen. Ich werde stattdessen gucken, ob ich hier das weitermache oder Backbone-Netzwerk, das wäre richtig gut. Werde ich auch machen. Und dann muss ich gucken, dass ich hier diese ganzen Sachen verbessere, was natürlich wahnsinnig viel Mineralien frisst. Wir waren auch dabei und hatten große Probleme, unsere Infrastruktur hier aufrechtzuerhalten. Ich habe die zweite Flotte aufgelöst, die schon knapp 20 Schiffe beinhaltet hat, um einfach Kosten einzusparen, um unsere Infrastruktur weiter aufzubauen, mit Gewalt sozusagen. Jetzt muss ich mal gucken, was wir noch bauen können. Energie, Credits und Mineralien brauchen wir auf jeden Fall. Mineralien könnte ich direkt mal anfangen hier zu bauen. Ja, nehmen wir erstmal das Ding hier. Sonnensystem vollständig erkundet. Und dann baue ich erstmal ein Backbone-Netzwerk. Mal gucken. Konstruktion abgeschlossen. Na, machen wir erstmal das Ding. Und als nächstes. Forschung abgeschlossen. Pause. Und als nächstes werde ich hier Mineralien noch bauen. Werde mich also wahnsinnig um die Wirtschaftsproduktion jetzt kümmern müssen auch. Das ist nicht schlecht. Flottenkapazität brauche ich dringend. Ah, okay. Unterhalt Sternbasis ist natürlich teuer. Da habe ich zu viel Sternbasen. Ich muss irgendwo eine runternehmen. Irgendwas stimmt damit nicht. Ich weiß nicht, warum das hier ein Problem ist. Genau wie in der letzten Folge wir ein Problem hatten mit der Einigkeit, die da irgendwie nicht ganz hingehauen hat mit einem Aufstiegsvorteil-Slot. Das ist auch okay. Das mache ich aber erstmal. Dauert nämlich nur 14 Monate. Sternbasen. Wo habe ich die denn alle? Hier ist eine. Verteidigung wichtig, hier auch. Das Ding ist ein Schiffswerft, das brauche ich auch. Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung. Schwierig. Da die mir aber wohl gesonnen sind, werde ich das abbauen. Das Ding werde ich abreißen. Das werde ich abreißen, auf jeden Fall herabstufen. Seid ihr sicher, dass ihr die Sternbasis zu einem Außenposten herabstufen möchtet? Bei diesem Prozess gehen alle Gebäude und Module verloren. Das System hat aber auch keinen Einfluss mehr auf eure Sternbasenkapazität. Ja. Das geht verloren. Das ist okay. Das ist eine komplette Offensive bzw. Verteidigung. Und das sollte dann fertig sein jetzt. Und wir haben dadurch ein bisschen Ausgaben gespart. Unglücklicherweise kann die Sicherung der Schneckien, okay, das ist irgendwo ein Fehler in dem Adjektiv, Schneckischen müsste das heißen, Unabhängigkeit für uns keine Prio mehr sein. Die hätten uns vorher die Unabhängigkeit garantiert, sind empfänglich. Das ist natürlich ärgerlich, diplomatisch. Was haben wir mit denen? Keine, aber ich versuche mal ein Forschungsabkommen zu machen. 90% ist nicht so doll. Was können wir denen geben? Aktive Sensorverbindung wollen die nicht. Nahrung auch nicht. Monatlicher machen wir so. Das wollen sie nicht. Mineralien. Kann ich nicht geben. Kann ich nicht geben. Ich glaube, es brauchen wir auch gar nicht. Ich beende mal den Handel. Ja, 70% hier unten ist ein bisschen doof. Aber auch das werden wir lösen. Okay, die sind in Arbeit. Das andere Konstruktionsschiff werde ich sofort hier hinschicken und eine Forschungsstation bauen.
Ach, das wurde sofort abgerissen hier, die Sternenbasis, okay. Ja, und ich musste hier verteidigen, die wichtigen Sachen. Zumindest in Coffee. Das Reich der Wind hat sich ja auch weiter noch ausgebreitet. Ah, Wissenschaftler gestorben, okay. Hier kann ich nichts verbessern, das kostet alles zu viel Mineralien. Getma ist gestorben. Wir brauchen einen Sozialforscher mit Staatskunst. Haben wir keinen im Moment. Oh Gott, nee. Forschungsgeschwindigkeit ist okay. Das ist immerhin noch Schadensbegrenzung. 72% ist gut. Das passt eigentlich. Be cool, genau. Hier wollten wir das Handelsunternehmen haben. Plus 2. Liefert das Teil. Konstruktion abgeschlossen. Wo steht das jetzt, was uns das bringt? Konstruktion abgeschlossen. Ist das diese 6,25? Ja, 6,25, genau. Das ist diese zusätzliche Produktion, da dieses Grundeinkommen. Oh, was ist da los? Was ist da los? Das war die hier. Da muss ich mal gucken, wo das ist. Hier werde ich nichts machen. Hier unten werde ich einen neuen Sektor gleich gründen, aber das wird uns auch nicht helfen. Ich muss hier einen Sektor irgendwie aufmachen, hier oben. Energieproduktion, das brauchen wir auf jeden Fall. Können wir das also nicht zulassen. Das heißt, ich werde einen Sektor gründen müssen. Mit einem Gouverneur und werde das Ding hier als Sektor machen. Das ist erstmal okay. Das ist hier der Nordsektor. Den werde ich erstmal so lassen. Der wurde gegründet. Dann gucken wir gleich mal die Sektoren. Und die gehen. Hier können wir ein bisschen mehr Abgaben haben. Sektoreinstellung komplett industrieller. Roboter bauen nicht. Kolonisieren brauchen wir nicht. Und ein Gouverneur. Werde ich jemanden einstellen? Forschung ist nicht schlecht. Baukosten planetar. Machen wir mal Forschung. Okay, das reicht erstmal aus. Wir werden aber... Achso, den Sektor. Habe ich hier keine Sektornamen? Wir haben eine neue Kolonie gegründet. Ach, Bicool heißt der. Da muss ich gerade mal gucken. Der Bicool-Sektor. Nord. Das klingt immer ein bisschen doof, weil jetzt hier Nordsektor steht und hier steht eben nur Nord und auch ziemlich klein, was mich tierisch nervt. Da gibt es eine Mod für, die habe ich aber erstmal, glaube ich, jetzt rausgenommen alle. Zu viele Koloniesysteme, das dürfte jetzt nämlich sein. Ich will trotzdem mal kurz gucken bei dem System, was ich gerade kolonisiert habe. Das ist das hier. Wahnsinn. Tja, das ist die große Herausforderung auch in Zukunft. Limit, sehr gut. Alternativen auch ein. Kernsektorsysteme ein, ist gut. Das lassen wir auch. Oh, das wäre aber auch wichtig. Moment, da muss ich mal gucken. Hier können wir das abbauen.
Hier nicht weiter, hier auch nicht. Ich werde das hier nehmen, ist wichtig. Das lassen wir auch so. Die UNO-Station, können wir die verbessern? Noch nicht. Oh, Wissenschaftler, wo ist der jetzt gewesen? Achso, das war der, der noch keine Zuordnung hatte. Also von daher nicht so groß dramatisch. Und wir werden. Hätten wir nicht diese Defensivabkommen hier mit dem Blork, hätten wir echt ein Problem. Freundlich nur noch. Das ist wirklich schwierig hier. What? Das kleine Astrometriklabor unseres Beobachtungsaußenpostens im Orbit von Bidiosk hat eine Klasse 4 Asteroiden auf Kollisionskurs entdeckt. Falls nichts dagegen unternommen wird, ist der nördlichen Hemisphäre des Planeten mit einem so großen Einschlag zu rechnen, dass es zu einem Aussterbeereignis kommt. Wir gehen hin und gucken sofort und das heißt, wo sind wir hier? Ja, hier muss die erste Flotte jetzt aushelfen und das Ding angreifen. Ja, er bewegt sich. Ach, der verteidigt das Ding ja selber. Wer schießt denn hier? Ach, das ist die Sternbasis. Hier sehen wir die Raketen in Action jetzt. Und tatsächlich bringt das was. Sonnensystem vollständig erkundet. Frage ist eben nur, ob das reicht. Ein Geländefeldblocker wurde entfernt. Weil der sich annähert, auch hier. Die Flotte lasse ich trotzdem mal anrücken, zur Sicherheit würde ich sagen, aber bevor das da ist, wäre dieser Asteroid wahrscheinlich vernichtet. Wo ist unsere Flotte? Mal gucken. Ja, okay, die werden das nicht mehr rechtzeitig schaffen, das heißt, ich lasse sie sofort umdrehen, das ist doch besser als erwartet. Direkt mal wieder in den Orbit. Die Wahl ist eh auf 36%. Ich werde trotzdem für den hier stimmen. Unbedingt. 48% sollte doch wohl klappen. Bagok. Den hatte ich ja früher schon mal als Kanzler. Und den wollen wir natürlich wieder unterstützt haben. Ja, das Ding ist gleich fertig hier. Sieht man hier am Balken. Yes, sehr gut. Wir haben wieder Bagok bekommen und haben dadurch Kosten gespart und Energiecredits plus 10%. Wo ist der jetzt eingesperrt hier? System erkunden. Benötigt einen Wissenschaftler. Okay. Automatisch erkunden. So. Aufrüsten. Weiter Infrastruktur heißt es jetzt. Was ist das? Wieso kann das nicht verbessert werden? Ah. 10 Bewohner, okay. Hier wächst der nächste. Den werden wir tauschen. Wir brauchen Energy. Wir brauchen Mineralien. Also werden wir gleich mal bauen. Hier. Alles andere ist okay. Die bauen wir sehr gerne mal weiter. Und auch das werden wir hier bauen. Und den hier rüberziehen. So. Das hier wird abgebaut. Das haben wir schon. Gucken wir weiter. Hier müssen wir das auch machen.
Das Ding würde ich gerne doch nochmal als Forschungsstation, als Forschungsgebäude bauen. Alles andere hier Energy pur. Okay, wir brauchen 200. Huch, so. Mit Pause ist ein bisschen schlecht zum Spielen. Yes. Asteroid vernichtet, sehr gut. Boah. Die sehen ein bisschen anders aus, die kleinen Icons. Sonnensystem vollständig erkundet. Sektor Nord. Der andere Sektor ist bald fertig, nämlich hier. Und ich muss weiter gucken, was ich bauen kann. Be cool. Ja. Das Ding ist okay. Und liefert uns 4,52. Konstruktion abgeschlossen. So viel Ausgaben haben wir hier. Das kann ich ja bald gar nicht glauben. Forschung abgeschlossen. Das Ding ist nicht schlecht. Ah, Röntgenlaser auch okay. Auch okay. 100 Monate. Eigentlich schon sehr lange. Daher werde ich das Ding erstmal nehmen. Und jetzt werde ich mal gucken, was wir noch bauen können. Eigentlich nur die Verteidigungsplattform, das kennen wir bereits. Das kennen wir bereits. Chip Designer Name Used. Wieso kann ich das Ding jetzt nicht speichern? Jetzt, okay. Das Ding muss ich weghauen. Okay, das kennen wir bereits. Ich kann auch im Moment nichts aufrüsten von den Stationen her. Gucke mir aber mal meinen Sektor an. Mal sehen, was der macht. Ist okay. Braucht das Geld dann aber auch später hier zum Bauen. Forschung abgeschlossen. Ah, da kann ich erweitern. Was ist das? Sehr, sehr gut. Das ist sehr gut. Wir haben Kernsektorsysteme plus 1 gehabt. Oh, das dauert lange. Eigentlich können wir das auch fast mitmachen. Wir machen aber das erstmal. Wir machen das und wir haben hier gebaut, könnten auch schon verbessern. Ich brauche aber erstmal hier das Kraftwerk und werde gleich gucken. Konstruktion abgeschlossen. Dass ich hier weiter baue und die Nahrung reicht erstmal, kann ruhig plus minus 9 bleiben. Das ist in Ordnung. Ich brauche dringend die Bewohner für die Mineralienproduktion und Energiegewinnung. Der läuft schon. Der nächste läuft hier, das ist okay. Die Erkundung eines Sonnensystems ist abgeschlossen. Ja, die erste Flotte. Ich kann hier im Moment noch nicht viel anderes machen. Was gibt's hier? Ah, danke. Von unter den Wellen. Die Kolonisten auf Firin Credit führen regelmäßige Erkundungen des Planeten durch, um mehr Ressourcen zur Unterstützung ihres Alltags zu finden. Gut so. Während einer kürzlichen Expedition zum Nordpol wurde ein großes Objekt am Boden des Ozeans entdeckt. Ein Alien-Schlachtkreuzer. Der Druck in der Tiefe wird zwar eine Herausforderung darstellen, aber wir können das Schiff erreichen. Yes. Nee, das brauche ich nicht. Gesunkener Kreuzer. Das will ich haben. 18 Monate ist okay. Das ist okay.
Der braucht hier noch 9 Monate. Das wird ein bisschen knapp hier mit der Nahrung. Aber gucken wir einfach mal. Was wir da regeln können. Zum Beispiel einfach mal. Den tauschen, das passt schon. Forschung abgeschlossen. Yes, danke. Das ging flott. Ach, das kann ich wieder machen hier. Flotte Befehlslimit wäre gut. Festung ist auch gut. Gibt mir mehr Verteidigungsarmee und Unruhe minus 50. Das ist auch schon wichtig hier. 50 Monate auch nur. Ich werde aber das hier machen. Ich brauche, ja. Eieiei. Die Erkundung eines Sonnensystems ist abgeschlossen. Ich brauche 300. Das dauert nicht allzu lange mehr. Das ist gut. Wir erhalten eine eingehende Übertragung. Brauche ich nicht. Migrationsabkommen möchte ich ungern haben. Das bringt es ein bisschen durcheinander. Das kann ich nicht so gut steuern. Ja, hier ist schon Überlicht in Hibitor. Das ist gut. Haben die alle jetzt, ja. Das ist wichtig, damit die Feinde, falls es doch gibt. Warum ist das aber grün? Damit die Feinde eben die Stationen nicht umgehen können. Dass sie hier durchfliegen von hier rum, sondern die müssen halt die Station wirklich zerstören. Angreifen und zerstören. Erst dann können sie hier weiter in den Raum eindringen. Das ist auch richtig und wichtig so. Es ist wirklich schwierig, hier weiterzukommen. Ich kann mir das hier mal angucken, ja. Forschung abgeschlossen. Das kommt auch gleich. Das kann ich mir sofort mal angucken. Schilde, ja. Disruptoren, die könnte ich gebrauchen. Sind auch ein bisschen besser als Schilde im Moment. Energie dafür habe ich. Werde ich auch machen. Schaue mir aber an. Das kann ich gut gebrauchen hier. Trefferchance, jawohl. Machen wir auch. Das Ding brauche ich dafür. Das brauche ich auch dafür. Also erstmal in Ordnung. Und jetzt könnte ich die Verteidigungsstation noch nicht verbessern. Ah, Moment. Das wollte ich nicht. Ich kann eine Sternfeste bereits bauen, aber ich brauche die Credits und die Mineralien erstmal. Wir erhalten eine eingehende Übertragung. Um weiterzubauen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ein Spezialprojekt wurde abgeschlossen. Ey! Die Bergungsmission auf Firin Credit war erfolgreich. Der uralte Schlachtkreuzer ist vom Boden des Ozeans gehoben und repariert worden. Er ist ein gar wundersamer Anblick und allein von seiner Reparatur sind unsere Ingenieure schon hinter einige seiner Konstruktionsgeheimnisse gekommen. Unsere Bemühungen ebnen den Weg in die Zukunft. Ja, ich will das Ding haben. Krass. Nicht schlecht, das werden wir unserer Flotte hier, ich hoffe, dass wir das noch zuordnen können. Ne, können wir nicht, zusammenschließen. Aber okay, wo ist das Ding überhaupt? Nicht schlecht. Forschung abgeschlossen. Gucken wir uns das doch mal an. Wow, was ist das denn? Krasses Teil eigentlich. Wahnsinn. Das hier werde ich gleich zur zweiten Flotte machen, auf jeden Fall. Und ich will mal gucken, was das Ding für Details hat. Okay. Sehr gut. Neutronenwerfer sind sehr, sehr wichtig. Gute Ausstattung. So ein bisschen Midgame-Ausstattung eigentlich. Ein Admiral. Nehmen wir den nochmal. Und machen hier draus gleich die
zweite Flotte. Wahnsinn. So, Freunde, mit diesem wunderbaren Fund werden wir die Folge beenden. Das werde ich noch offen lassen für die nächste Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge Stellaris Apocalypse. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.